Wieso? Weil ich mir erstens einmal vor Ort die Lage mir angeschaut habe und dann hat sich für mich die Frage gestellt, was kann ich als Abgeordnete zum Nationalrat aus Österreich aus machen? Nummer eins. Nummer zwei, welche Verantwortung hat die österreichische Gesellschaft und Republik Österreich? Und ich wollte unbedingt, dass das auch öffentlich wird in Österreich, dass sich am europäischen Boden ganz grobe Menschenrechtsverletzungen stattfinden. This is a message from Kaladusha, Bosnia. We are in the camp and when we cross the borders, the Croatia police and the army, they start to killing us with the knife, with the weapons, with everything they can do. You can see the guys, legs, arm, heads, every way the damage, they are broke arms, head injured by, step with the knives. They are open message for what? Where is the human rights today? Ich habe deswegen diesen Entschließungsantrag gestellt und auch die Unterstützung von weiteren vier Abgeordneten geholt. Es müssen fünf Abgeordnete unterschreiben. Unter anderem hat unser Menschenrechtssprecher Abgeordneter Troch unterschrieben. Und dieser Antrag wird, wie gesagt, am 1. Oktober im Menschenrechtsausschuss behandelt werden. Ob sie angenommen wird, abgelehnt wird, weiß ich nicht. Es müssen sich alle Fraktionen einmal sich das anhören bzw. gemeinsam diskutieren. Der Antrag geht an den Bundesminister für Inneres, an die Bundesministerin für Justiz und an den Bundesminister für europäische und internationale Angelegenheiten, dass sie das auf europäische, diese Probleme, die dort stattfinden an der kroatisch-bosnischen Grenze, diese Menschenrechtsverletzungen, auch auf europäischer Ebene diskutiert werden, behandelt werden, dass wir das nicht zulassen wollen als Republik Österreich. Ernsthaftigkeit, das ist einmal das eine. Und Menschenrechte sind unteilbar, gilt für jeden. Und dass Sie sich das ernsthaft anschauen und auch mit uns der Meinung sind, das kann man nicht zulassen. Beziehungsweise man kann die Augen vor Menschenrechtsverletzungen nicht zumachen, egal wo sie stattfinden. Aber besondere Verantwortung haben wir natürlich in Europa. Das ist ein Land, das Mitglied ist, also Partner von uns. Und das ist auch gut so. Und Verantwortung trägt jedes Mitglied für den anderen, Nachbarn, gegenseitig. Ich würde mir auch erwarten, wenn an österreichischer Grenze, auf österreichischer Seite so etwas passieren würde, dass sich Kroatien verantwortlich fühlt und sagt, hey, was macht ihr? So geht das nicht. Das waren 6, 7 Stunden Autofahrt. Dort kämpfen Menschen jeden Tag um sauberes Wasser. Sie müssen behandelt werden, sie haben Ausschläge, sie haben Verletzungen. Niemand ist da. Diese Bilder kriegt man nicht aus dem Kopf. Und das ist auch gut so. Das ist nämlich nichts, was man vergessen soll. Und ich versuche mein Wissen, meine Bilder, meine Gespräche hier zu verbreiten. Das ist auch deswegen dieser Antrag. Dass es auch die anderen erfahren und nicht ein Artikel irgendwo erscheint und die Sache ist dann erledigt. Ja. Diese Bilder gehen mir nicht aus dem Kopf und ich möchte, dass diese Bilder von vielen, vielen Abgeordneten, Verantwortungsträgern auch nicht aus dem Kopf gehen. Keine gute Rolle. Und das ist auch mein Vorwurf an meine Freunde der Grünen. Das müssen Sie sich gefallen lassen. Das steht bei Ihnen im Koalitionsabkommen, dass Sie sehen, dass man nicht helfen darf oder nicht helfen will, weil angeblich Resettlement-Programme nicht klappen und diese auf europäischer Ebene Verteilung der fluchtsuchenden Menschen nicht bis jetzt geklappt hat. Deswegen wird Europa, das steht im Koalitionsabkommen, deswegen wird Österreich keine Bemühungen anstellen,
damit diese Verteilung aus den Flüchtlingslagern passiert. Ich habe den Innenminister darauf angesprochen und habe gesagt, Sie brauchen nicht extra sich bemühen. Schließen Sie sich an denen an, die schon bereits machen, nicht Sie. Es macht Dänemark mit, es macht Belgien mit, Liechtenstein, Deutschland. Die haben sich bemüht. Es melden sich Bürgermeister und sagen, ich kann locker 20 Leute aufnehmen. Ich kann 20 Kinder aufnehmen. Ich kann 150. Und zwar nicht nur Grüne oder SPÖ-Bürgermeister, sondern auch von der ÖVP. Also meine Bitte an die Bundesregierung wäre, bitte redet einmal mit den Leuten, die Sie aufnehmen wollen. Wien hat vor kurzem beschlossen, dass sie 100 locker aufnehmen können. Wenn die Bundesregierung sagt, hey Wien, nimm doch 150, wird Wien deins nicht Nein sagen. Also ich persönlich würde ich sagen, ja, da wird Bosnien in den Stich gelassen. Ja? Das, was ich gesehen habe, ist, dass die Bürgermeister, die Bevölkerung sich ein bisschen mehr erwarten können von Europa, wo wir keine 6-7 Stunden voneinander getrennt sind.